Einen wunderschönen zur Sommerpause von Stars and Scenes. Ja, Sommerpause ist das irgendwie nicht wirklich, aber ich habe ja gesagt, ich bringe noch ein Unboxing raus, weil ich dem Künstler das versprochen habe. Und dieser Künstler hat heute Geburtstag und von daher auch nochmal Geburtstagsgrüße. Alles, alles Liebe an dich, Olli. Vor allem viel Gesundheit, 365 Tage Sonnenschein und bleib einfach so, wie du bist, denn du bist wirklich ein sehr toller Mensch. Und ja, der Olli hat vor, glaube ich, mittlerweile 3 Wochen sein Album Hey Freiheit herausgebracht. Kleine Anekdote dazu. Ich habe das damals am 9. Juli 2022 bestellt. Da habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt. Dementsprechend ist es auch erstmal an die falsche Adresse gegangen. Ich habe Glück, dass meine Mutter noch dort in der Nähe wohnt und es mir abholen konnte. Aber alles so Dinge, wieso dieses Unboxing noch nicht draußen ist. Aber ich habe es in der Hand und natürlich weiß ich schon, was drin ist. Dieses Autogramm zählt nicht dazu, denn ich habe es mir schon signieren lassen. Ihr habt ja die Fotos und Videos gesehen. Das ist das Unboxing, hier nochmal mit seinen Füßen. Das Album ist bei Teliamo rausgekommen. Es heißt Hey Freiheit, das Album. Und wir packen es jetzt einfach mal aus. Ich mag die Farbe übrigens sehr mit diesem Himmelblau, sage ich jetzt mal. Als allererstes, und auch da ist ein Autogramm drauf, wundert euch nicht, gibt es diese Karte von ihm. Und die hat wirklich ein sehr gutes Material. Das ist jetzt hier nicht nur so 0815, sondern es ist wirklich, man kann sie auch nicht biegen oder so. Sehr, sehr schön. Und genau, ich habe es mir signieren lassen, also nicht wundern. Dann ist natürlich das Album schon drin. Ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich es bisher nur auf Spotify gehört habe. Wird sich natürlich noch ändern. Es hat 15 Songs. Dazu kommen wir natürlich auch gleich. Es geht ja wieder Unboxing und Reaction Video. Ein paar Songs kennt ihr schon, andere nicht. Dazu aber später. Wie gesagt, das Unboxing ist jetzt natürlich so, ich weiß, was drin ist, sonst hätte ich es mir nicht signieren lassen können. Ich kenne die Songs, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, jetzt noch 3 Wochen zu warten. Nur wegen diesem Video, sage ich jetzt mal. Aber auch mal vielleicht von der anderen Seite euch dann zu zeigen, was mittlerweile meine Lieblingssongs sind, warum sie meine Lieblingssongs sind, aber dazu, wie gesagt, später. Ansonsten haben wir hier noch, mal gucken, dass es nicht von meinem Schoß fällt, das schöne Album. Ein Schlüsselband. Auch mit Hey Freiheit und diesem schönen Himmelblau. Dann haben wir 3 solche Karten. So gut, dass wir uns haben. Nie mehr allein. Das ist auch eins von seinen Songs. Gestern war es noch grau hier. Jetzt sind hier überall Farben. Also quasi Lyrics-Karten. Da, wo es gestern dunkel war, brennt heute wieder Licht. Und das sind nicht nur irgendwelche Karten mit einer super schönen Struktur, sondern ich lese das jetzt mal vor und ich muss mal gucken, ob das... Nee, es sind tatsächlich sogar verschiedene Blumen, habe ich jetzt erst gesehen. Wir haben hier einmal, wenn man diese Karte einpflanzt, das sind so ein Samenpapier, heißt das, legt das Samenpapier in einen Topf, einen Balkonkiste oder direkt im Garten auf die Erde. Verwende am besten Aussaat oder Blumenerde. Die beste Zeit, um draußen zu pflanzen, ist von Mitte Mai bis Oktober, also man kann sogar noch pflanzen. In Innenräumen in einem Topf kann das ganze Jahr über gepflanzt werden. Wir haben hier einmal Vergissmeinnicht, eine super schöne Blümchen, wie ich finde. Genau, dann haben wir hier einen Mix aus Sonnenblumen, auch Mai bis Oktober anpflanzbar. Sonnenblumen für mich ja immer eine besondere Blume. Sonnenblumen, wie der andere, ein oder andere vielleicht weiß, hat ja mein verstorbener Opa immer gemocht. Also eigentlich auch wieder sehr, sehr schön. Gänseblümchen sind ja auch Mai bis Oktober anpflanzbar. Und dann gibt es
wenn man zum Wochenmarkt geht oder zum Einkaufen oder vielleicht für die Schule oder die Arbeit, diesen wunderschönen Beutel auch mit Hey Freiheit und da unten dem Logo. Das ist ein ganz normaler Jute-Stoff. Und genau, passt alles rein, würde ich behaupten. So, soviel zum Thema Unboxing. Ich packe das jetzt mal nochmal ordentlich rein, damit hier nichts kaputt geht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch eine limitierte Fanbox gesichert habt. Es gibt, glaube ich, noch ein paar, aber nicht mehr viele. Und ob ihr das Album schon kennt, ob ihr einen Lieblingssong habt, ob ihr vielleicht sogar bei der Autogrammstunde dabei wart, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert uns, stellt das Glöckchen ein, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet. Und falls der ein oder andere sich jetzt gerade gewundert hat, ja, die Jenny B. hält sich tatsächlich an die Sommerpause, deswegen diesmal ein komplettes Video mit mir und nicht mit der Jenny B. Sonst machen wir das ja immer eins und eins. Ich kann mich irgendwie noch nicht wirklich dran halten, dass ich Sommerpause habe. Macht aber nichts. Aber was jetzt kommt, ich habe es schon mal vorbereitet, ist auf Spotify das Album Hey Freiheit, wie gesagt, ist am 21. Juli rausgekommen, hat 15 Songs, geht 44 Minuten und ich würde jetzt wieder einfach jeden Song circa 30 Sekunden spielen. Länger darf ich es leider nicht. Und der allererste Song sollte eigentlich jedem bekannt sein. Wer nicht, hat was verpasst. Gibt ja auch so einen schönen Tanz dazu. Hey Freiheit, Aloha, Hea, He. Hey Freiheit, ja, Aloha, Hea, He, Aloha, Hea, He, Aloha, Hea, He. Kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Ein absoluter Freiheitssong, ein Sommersong, wo man sehr viel Positives verbindet. Ich glaube, es war der erste Song, der damals der Vorbote zum Album war und ich war sofort in den Bann. Ja, ich bin Olli-Fan, kann ich nicht leugnen, aber trotzdem war ich, egal ob ich Olli-Fan wäre oder nicht, sofort in den Bann gezogen, weil das ist wirklich ein Song, der irgendwie sofort ins Ohr geht, in den Körper reingeht. Man will tanzen, man will die Freiheit spüren und ja, ich mag den Song. Als zweites Song, den Song sollte man auch kennen, der wurde auch vor dem Album schon released, ist Bester Tag. Ich darf nicht weiterspielen, ich bin jetzt schon bei 53 Sekunden, sorry dafür. Auch Mut mach, ich hole meine besten Freunde und habe jetzt den besten Tag meines Lebens. Das ist typisch Olli für mich, also ist einfach so und ich mag den Song sehr. Sowohl Hey Freiheit als Bester Tag gibt es ja mittlerweile als Remix-Version und als ein bisschen ruhigere Version. Beides sehr, sehr, sehr schöne Songs. Kommen wir zum dritten Song, der heißt Traumansicht, den gab es vorher noch nicht. Ich weiß es gerade noch nicht ganz, ob ich jetzt wirklich immer 30 Sekunden durchspiele, weil ihr habt ja schon bei Hey Freiheit gesehen, Olli bedient sich manchmal an so kleinen Nuancen von älteren Songs. Da ist Traumansicht auch ein Teil davon, aber wir hören ihn erstmal kurz an.
Man hört es gleich am Anfang, stimmt, bei dem Song was am Anfang. Hört mal genau drauf. Ich hab ein Ziel, so groß wie die Unendlichkeit. Ist natürlich von echt. Ich springe mal jetzt zum Refrain vor. Ich hoffe, ich finde ihn gleich. Auch wieder so ein typischer Olli Mutmach-Song. Glaub an dich, da vorn ist ein Traum in Sicht. Die Strophen sind immer so ein bisschen nachdenklicher, sage ich jetzt mal. Und der Refrain ist wirklich so, ha, ich glaube jetzt an mich, ich glaube an mich, da vorn ist ein Traum in Sicht. Dann kommen wir zu einem Song, der letzte Vorbote zum Album war, und zwar Freudentränen. Und auch da merkt man wieder, er hat sich an einer kleinen Nuance bedient, sage ich jetzt mal. Und erkennt ihr es? Tränen lügen nicht. Guck mal, ob ich den Refrain finde. Ja, so viel dazu. Bildet euch auf jeden Fall eine eigene Meinung zu den Songs und hört das Album einmal komplett durch. Der nächste Song sollte auch jedem bekannt sein. Ich habe geträumt von dir. Und im Song, ich glaube, so weit spule ich jetzt nicht, kommt tatsächlich auch Matthias Reim vor. Schweige ich nicht vor dir mit einem fragenden Blick, und ich würde so gern, doch sage ich nichts. Ich bin Typ, harte Schale, harter Kern. Ein richtiger Mann, gefühlt stecke ich weg, doch gerade habe ich mich von mir selber erschreckt. Warum sag ich nicht einfach, ich mag dich gern? Es ist schon spät und dann sagst du, ciao, ich muss jetzt gehen. Wieder sehe ich meine Chance durch die Lappen gehen. Ich hab geträumt von dir. Ja, ich hab geträumt von dir, kennt man natürlich. Brauche ich nicht zu viel sagen. Deswegen gehe ich jetzt auch direkt weg, weiter zum nächsten Song. Ein Song, den ich finde, der so richtig einfach Best Friends Forever ausstrahlt. Einer von uns. Wenn du deine Träume aus den Augen verlierst und alles um dich dunkel wird, dann leuchten dir alle Leute hier, sind Freunde von dir, oh, oh, oh. Wir schaffen gemeinsam so viel mehr als allein. Wir denken in Farbe, weiter als in Schwarz-Weiß. Haben Wunder verbracht, einfach bunter gedacht. Oh, oh, oh. Du bist einer von uns. Nur mit dir ist es bunt. Auch ein sehr schöner Song. Jetzt kommt ein Song, den ihr wahrscheinlich kennen solltet. Aber typisch im Olli-Style umgewandelt wurde. Hört selbst.
heute für mich Zeit? Die Sonne und du. Ja, spule ich jetzt auch mal nicht bis zum Ende durch. Hört euch das Album wirklich einfach selber an. Dann jetzt ein Song, den er schon bei der Giovanni Zarrella Show präsentiert hat. Für mich ein Auftritt mit wahnsinnig Gänsehautfaktor. Nie mehr allein. Ich hatte Jahre keinen Bock mehr. Immer wieder der Kopf leer. Mich alleine gefühlt, nur ein einsamer Typ, der sich fragt, ist die Reise es doch wert? Und wohin geht diese Reise? Dieser Blick voller Steine, den ich stets mit dir teile. Und dieses Leben, denn man lebt nur das eine. Ich schau mich um und seh uns, so gut, dass wir uns haben. Genau aus diesem Grund hörst du uns nie wieder sagen. Wir sind allein, 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 allein. Solarkreis 18, allein, allein. Und bei Olli heißt es nie mehr allein. Umso besser, weil, ja, wir sind nie mehr allein. Gänsehaut, also wirklich, ich mag den Song auch sehr. Das sind meine Top 3, würde ich sagen. Traum in Sicht übrigens mein Zweitplatzierte. Und, nicht stimmt nicht, ich wollte gerade sagen, mein nächster kommt jetzt, aber der kommt noch nicht. Aber ich werde sagen, wer mein erstplatzierter Song ist. Jetzt kommen wir erstmal auch noch zu einem Song, der komplett vom Olli ist und der heißt Meine Welt. Ohne dich war ich verloren, heute unschlagbar. Ich hätte mich niemals gefunden, nicht in 100 Jahren. Mir wird immer noch die Hoffnung fehlen, der Sinn für Humor. Und sie wäre einfach nicht da, keine Stimme im Ohr. Ich würde die Songs so gerne bis zum Ende spielen. Auch der Song ist so eigentlich eine richtige Tanznummer und ja, und meine, deine, unsere Welt. Und oh, ich liebe die Songs einfach so. Und ich übertreibe nicht, aber die Songs sind so ins Ohr gehen, ins Herz gehen. Olli, du hast es einfach geschafft, ganz ehrlich. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass mein Nummer 1 jetzt kommt. Gut, aber ja, auch eine kleine Nuance aus einem 90er-Song. Olli ist ja auch typisch 90er, ne? Ja, kommen wir zu Leichtigkeit des Seins. Zweifel nicht an dem, was ist.
ein etwas ruhiger Song. Ich würde euch gerne unsere Freundin singen, aber ich habe jetzt schon 30 Sekunden gespielt und habe bei vielen Songs schon mehr als 30 Sekunden gespielt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mit der GEMA Eier bekomme. Kommen wir jetzt aber zu einem Song, den ich sehr, sehr, sehr stark finde. Und der heißt Melodie und im Refrain ist die liebe Pauline. Sogar am Anfang, glaube ich sogar. Wir hören mal rein. Ich mag das sehr. Ich finde es das gut, dass Pauli da mit gemacht hat und dass man dieses La 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 von ihr ist. Die beiden tun sich echt gut, muss ich immer wieder sagen. Und mich freut es, dass das so ein süßes Liebespärchen ist. Die letzten drei Songs sind Fresh Mixes. Denn eine von Millionen und 1000 Liebeslieder sind ja schon 2020, würde ich sagen, rausgekommen. Aber wir hören kurz mal rein, ob ihr den Song noch dran erinnert und ob ihr den Fresh Mix findet. Eine von Millionen. Ein bisschen aufgepimpt, würde ich sagen. Kommen wir zu 1000 Liebeslieder. Du bist die Kerze an den dunklen Tagen. Du bist mein Leuchtturm in der Dunkelheit. Ich sag, ich liebe dich in 1000 Sprachen. Du machst Lieben leicht. Du machst Lieben leicht. Herz an Herz ist so viel schöner als allein. Man kann die guten und die schlechten Zeiten teilen. Wir beide. So sieht aus, Liebeslieder. Ja, und es gibt ein Turban Tropical Mix, was der letzte Song ist von Nie mehr allein. Ja, das war das Album Hey Freiheit von Oli P. Schreibt es wie gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Kauft euch das Album, kauft euch eine Unboxing-Box. Unterstützt den Oli, denn er hat es wirklich verdient. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, welcher Song euer Lieblingssong ist. Ich gehe zurück in die Sommerpause, die sich sowieso wahrscheinlich nicht auf Sommerpause lohnen wird. Aber ja, let's do it. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Oli P.